Jo Leute, was geht ab und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal und heute mit dem vierten Rennen der Formel 2 Saison in unserer ultimativen Fahrerkarriere. Und da die letzten Rennen ziemlich gut gelaufen sind, hoffe ich, dass es weiterhin so läuft und wünsche euch damit viel Spaß beim Rennen. Monaco ist das Rennen, das wohl jeder Formel-2-Fahrer unbedingt mal gewinnen möchte. Diese Strecke verzeiht keinen Fehler und wird den jungen Fahrern wirklich alles abverlangen. Wir sind bereit und warten, dass die Ampeln hier in Monte Carlo ausgehen. Der Circuit de Monaco ist aus ganz praktischen Gründen seit der Eröffnung 1929 unverändert. Man mag es kaum glauben, aber diese 3,38 Kilometer lange Runde führt die Fahrer beinahe um ein ganzes Land herum. Sie bietet 19 Kurven, aber nicht viele Gelegenheiten zum Überholen. Hier ist in der Tat technisches Können gefragt. Willkommen bei der Formel 2. Ich bin Alex Jacques. Und bei mir ist wieder einmal der GP2-Champion Davide Balzelli. Das heutige Rennen findet auf einem der berüchtigsten Stadtkurse des Motorsports statt. Monaco. Davide, was macht diese Strecke so besonders? Alex, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Monaco ist eine kurze Strecke mit ganz wenigen Möglichkeiten zum Überholen. Es erfordert punktgenaues Bremsen und präzises Fahren, um durch diese kurvenreichen Straßen zu navigieren. Keine andere Strecke stellt das Können eines Fahrers so auf die Probe und deshalb ist sie wohl bei den Fahrern und bei den Fans so beliebt. Es ist egal, wo du in der Meisterschaft stehst. Wenn du in Monaco gewinnst, gehst du in die Geschichte ein. Schauen wir uns die Ergebnisse von gestern und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Der Falke startet aus der Pole Position und Nobuharu Matsushita macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. King, Correa, Luca Giotto und Boccolacci, Alesi, Deletraz, Schumacher, Sergio Sette Câmara, De Vries, Aitken, Callum Island und Hubert, Mazepin, Bosho, Latifi und Guan Yu Zhou, Calderon. Und Mahavir Raghunathan startet aus der hintersten Reihe. Die Ampeln leuchten und der Countdown beginnt gleich. Also schalten wir zur Strecke. So, und wie ihr sehen könnt und es wahrscheinlich auch schon gehört habt, starte ich heute von der Pole. Das ist hier in Monaco natürlich ganz, ganz wichtig, weil es hier halt kaum Möglichkeiten zum Überholen gibt. Deshalb habe ich mich im Qualifying nochmal extra angestrengt und nochmal versucht wirklich alles rauszuholen, damit wir hier von der Pole starten können. Und wie ihr seht, hat es gut funktioniert. Wir sind auf der Pole. Ja, in dem Fall hoffen wir wohl alle auf ein gutes und spannendes Rennen. Und jetzt ansonsten würde ich sagen, legen wir direkt los. So, jetzt brauchen wir einfach nur einen guten Start. Okay, der Start war in Ordnung. Wir konnten uns vor Matsushita setzen. Okay, das ist ein guter Beginn. Weiter so. Ich glaube, das Rennen hier, also die beiden Rennen hier werden sogar welche zwei der Rennen sein, wo ich am wenigsten rede, weil es ist halt einfach Monaco. Hier musst du dich halt unglaublich krass konzentrieren. Und da kann ich es mir nicht leisten, besonders häufig zu reden. Ich werde natürlich trotzdem versuchen, so viel Input wie möglich zu bieten, mich allerdings trotzdem auch noch so gut wie es geht zu konzentrieren. Weil ein kleiner Flügelschaden kann uns hier das Rennen kosten. Zwei Runden und wir haben schon 20% Abnutzung hinten.
verdammt. Ich muss auch sagen, ich bin auch hier wieder froh, dass ich das Training mitgenommen habe. Weil das Training ist dann doch schon echt praktisch, was sowas angeht. Weil wenn du ins Setup hast, bist du halt deutlich schneller. Ich meine, sich ein Setup aus dem Internet ziehen ist ja so die eine Sache. Kann man. Keine Sorgen zu machen, alles okay. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,9 Sekunden. Danke, Jeff. Nicht? Was soll die Scheiße? Oh, come on! Also es ist ja so eine Sache mit dem, sich aus dem Internet Setups ziehen. So, man kann das machen, aber die Setups sind halt dann nicht für einen abgestimmt. Das ist das Praktische, wenn du trainierst, also im Training, egal ob du es jetzt für ein Ligarennen machst, ob du es jetzt für ein Karriererennen machst oder einfach nur just for fun, wenn du dir selbst ein Setup baust und es so anpasst, so wie du das Auto gerne erfahren willst, so wie du damit klarkommst, das ist halt tausendmal besser als jedes Setup, das du dir aus dem Internet ziehen kannst. Das ist das Geile. Oh, so langsam wird's kritisch. Diese Runde, jetzt mach Druck. Scheiße, die Reifen sind halt echt im Arsch. Okay, im Arsch genug dafür, dass ich auf jeden Fall nicht mehr gescheit abbremsen kann. Lager in der Box, okay. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Hä? Status Teamkollege. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:24,9. Das habe ich zwar nicht gefragt, aber Status Teamkollege.
Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,8 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Er ist auf Rang 12. Es ist auch so typisch für mich, ne? Da startet er mal in den Top 10. Nach ein paar Runden ist er dann natürlich wieder außerhalb der Top 10. Was macht er immer? Mick hat nicht ein einziges Mal Punkte geholt. Ich meine, sorry, aber das ist... Für jemanden von Micks Kaliber ist das eigentlich echt wenig. Status Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 17,6 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Er ist auf Rang 13. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 25,1. Er hat 4 Positionen schon verloren. Auf Monaco. Wo man eigentlich nicht mal richtig überholen kann. Da verliert er 4 Positionen. Das liegt auch daran, dass ich relativ gut in Monaco bin und die KI in Monaco wohl nicht allzu stark ist. In Silverstone sind die gut, da sind die sogar regelrecht overpowered. Okay, das Safety Car ist draußen. Das Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Mick! Ist unbedingt positiv. Wow, Mick ist einfach nur an die Seite gefahren. Fuck. Das kommt jetzt, na, ich nenn's mal ungelegen. Wir nähern uns jetzt dem Safety Car. Überhole es nicht. Du bist der Führende. Folge dem Safety Car. Ich hatte auch nicht vor, da irgendwas zu machen. Okay, das Safety Car kommt in dieser Runde rein. Wir werden das Tempo des Feldes in Sektor 3 bestimmen. Behalte dein Delta im Auge, bis das Safety Car wieder in der Boxengasse ist. Das war immer ein guter Restart von mir. DRS ist jetzt wieder aktiviert. Ah, jetzt schau mal aus meinem DRS-Fenster raus. Und es gibt ein Problem mit dem DRS. Zustand des Autos. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Ach so, und dass ich ein DRS-Problem habe, das ist egal. Im Prinzip interessiert es mich nicht, weil im Moment brauche ich das DRS nicht, aber
Wir müssen hoffen, dass da später nichts mehr passiert, weil sonst sind wir am Arsch. Scheiße. Egal, war in der letzten Runde. Nice. Oh, fuck. Großartiges Rennen. Geschafft. Gut gemacht. Geil. So könnte es doch gerne immer laufen. King-Fahrer des Tages, allerdings nicht. Da. An Corona erkrankt, konnte leider nicht zum Fotoshooting da sein. Oder wie? Oh. Gavide, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Das Safety Car hat heute den Unterschied gemacht, gar keine Frage. Man kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber das Rennen wäre bestimmt anders verlaufen, wahrscheinlich auch mit anderen Siegern. Sie sind jedenfalls in einer vorteilhafteren Position aus dieser Situation herausgekommen. Das Safety Car verändert wirklich die Balance des Rennens. Ja, das Safety Car hat wirklich viel verändert. Zwar nicht für mich, aber für andere. Nice. Es ist mittlerweile ein vertrauter Anblick, denn es ist ein weiterer Sieg für Bremer in der Formel 2. Na gut, das stimmt. Da hat der Kommentator recht. So langsam müssen wir mal aufhören, die ganze zu gewinnen. Ach du Heilige, die fahren ja einfach zu zweit durch. Start des Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,2 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Er ist auf Rang 20. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,2. Nice. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen.
Ist jetzt nicht die feine englische Art, aber wo willst du hier sonst überholen? Und hey, er hat ja zurückgesteckt, er hat es ja früh genug gesehen. Er hätte auch zumachen können, so wisst ihr, wie ich meine? Er hätte sich auch wehren können, hat er nicht gemacht. Es ist ja halt einfach zu eng zum Überholen. Ja, hier gibt's halt kein Vorbeikommen. Nicht die feine Art, aber auch wenn es dumm ist, weil die gehen eher alle in die Box. Ich verstehe nicht, was das ist. Die gehen halt alle in die Box. Also das ist ja das Problem. In den ersten zwei Rennen, also in Aserbaidschan und in Bahrain, da war das ja so, da sind dann auch wirklich alle in die Box gegangen. Aber seit zwei Rennen ist es wieder so, dass nicht alle in die Box gehen. Und das heißt, dass ich dann auch nicht an die Box gehen kann, weil wenn ich dann auch in die Box gehe, dann habe ich halt komplett verkackt. Und Mick, der Einzige, der dann nicht in die Box geht. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 16,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,27,3. Da ist er! Da ist er! Leute, da ist er! Mick! Er hat auch eine Sekunde Vorsprung, er hat halt jetzt die alten Reifen. Das ist das einzige Problem. Teamkollege in der Box. Mick, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Mick? Junge, ich glaube es einfach nicht. Mick geht einfach an die Box. Warum? Das ist das Dümmste, was er machen kann. Guck mal, wie weit der jetzt weg gewesen wäre von den anderen. Jetzt ist er wieder Vorletzter. Status Teamkollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 35,7 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Er ist auf Rang 18. Ja, cool. Mick, was hat das gebracht? Jetzt hast du frische Reifen. Aber du bist auf einer Strecke, auf der man nicht überholen kann, bist du auf dem vorletzten Platz. Also vorvorletzten Platz, um genau zu sein, aber trotzdem. Junge, du bist 18. Du warst Zweiter. Selbst wenn du nicht als Zweiter ins Ziel gekommen wärst, weil du überholt worden wärst, ein Podium wäre locker drin gewesen. Auch wenn du gekämpft hättest, wäre auch ein zweiter Platz locker drin gewesen. Aber nein, Mick, musst das natürlich wegwerfen. Warum? Ich kann's nicht... Digga, ich kann's nicht verstehen. Das macht mich gerade wirklich aggressiv. Da können auch die Leute reinschreiben, wie sie wollen. Ist nur ein Game. Juckt mich nicht. Es ist nur ein Game. Aber Junge, sowas macht halt keinen Sinn. Egal ob Game oder nicht, es macht keinen Sinn. Mick bleibt gefälligst einfach draußen. Hol dir deinen fucking zweiten oder dritten Platz, je nachdem.
anstatt reinzugehen in die Box und sich dann zu denken, ja Bruder, lass mal 18. werden und keine Punkte holen, das macht mir mehr, viel mehr Spaß. Oder was? Ich finde es einfach nur lächerlich. Matsushita ist ausgeschieden. Hallo, Motherfucker. Matsushita, Was ist mit dem denn passiert? Das ist deine letzte Runde, Dieter. Unsere Reifen haben schon 60%. Ich habe auf Simulationsschaden, die könnten halt jetzt schon platzen. Oh, fast. Das war ein hartes Stück Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke, Jeff. Ja, Fahrer des Tages, das Bild lädt aber nicht. Okay. Geil. Hier ist unser Sieger, der seinen Krämer in den Park vermäht werden. Was für ein Fantastisch. Ja, war ein geiles Rennen. Was hat denn wohl den Unterschied ausgemacht? Es war nur eine Sache. Ein beständiges Tempo im Vergleich zu allen anderen auf der Strecke. Wir könnten stundenlang über das Rennen, das Reifenmanagement oder was sonst noch auf der Strecke passiert ist sprechen, aber letztendlich war der Wagen einfach schneller unterwegs als alle anderen. Das war eine beeindruckende Leistung. Es sieht aus, als würde jetzt die Siegerehrung beginnen, denn die Fahrer begeben sich nur nach draußen zu den Feierlichkeiten. Man kann es ihren Gesichtern ansehen, es ist heute ein weiterer fabelhafter Teamsieg für Krämer. Oh, ich wäre jetzt so gerne mit Mick hier oben gestanden. Naja, egal. Komm, der Tag kommt noch irgendwann. Der Tag kommt noch. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Falke vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also, Davide Balsecchi, wer war für dich der Fahrer des Tages? Keine leichte Entscheidung, aber heute war das für mich der Prima-Pilot. Man muss sich nur ansehen, wie es begann und wo es jetzt endet. Es ist alles andere als einfach, das Feld in der Formel 2 so aufzurollen. Wirklich eine grandiose Leistung. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Teamrangliste. Krämer hat seine Führung in der Meisterschaft ausgebaut. In der Zwischenzeit klettert Carlin mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. In dieser Saison wird es noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es an die Spitze schafft. Blue Flag, Blue Flag.